Ja, Leute, herzlich willkommen. Weiter geht's mit Sherlock Holmes. Und ja, wir haben ja unseren Schauspieler hier. Letzte Folge haben wir ja den Fall mit der Dame und dem Hosmer Angel, was eigentlich ihr Stiefvater war, Was ist nur los? gelöst. Aber was geht jetzt ab? Einbrecher? Mr. Holmes, ist alles in Ordnung? Mein Gott. Gehen Sie in Ihre Wohnung und bleiben Sie bei Kate. Was ist hier passiert? Irgendeine Information? Das hier tickt. Oh, eine Bombe? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Game over? Das hier tickt. Untersuchen, entfernen. Ich sehe Kabel. Oh Sie könnten mit dem Gott. Deckel verbunden sein. Vorsichtig öffnen. Oh mein Gott, wer macht denn sowas? Den, der muss dranbleiben, ne? Oh Ein je. kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Der bleibt auf jeden Fall ganz schön cool. Also das Kabel dürfen wir nicht entfernen und das hier auch nicht. Ich würde sagen. Das ist die Stromquelle für die Zündung. An der Glocke und dem Schlägel sind Kabel befestigt. Wenn der Alarm losgeht, explodiert die Bombe. Wieso nehmen wir nicht die Bombe und bringen sie irgendwo hin, wo keiner ist, nach draußen? Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass sich die Bombe nicht so einfach entschärfen lässt. Wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreislauf und das lässt die Bombe explodieren. Das ist Sprengstoff. Kabel gehen rein und raus und es bringt nichts zu schätzen, wie sie im Inneren des Pakets genau verlaufen. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Puh. Um diese Spule hiervon wegzukriegen. Und dann vielleicht den hier. Und den hier. Shit. Oh. Oh, schnell. Oh nein. Nein. Oh, wir haben es geschafft. Oh Was mein ist Gott. los? Eine kleine Bombe. Jemand wollte mich töten? Warum nur? Ich glaube nicht, dass Sie das Ziel waren. Wer sonst? Mr. Holmes, geht es Ihnen gut? Dieser Ich habe Affe, den Kerl gesehen, aber er ist mir leider entwischt. wie sah er Kannst aus? du ihn beschreiben? Dünn, etwa 5 Fuß 5 Zoll groß, schwarze Haare, Hasenscharte. Erzähle uns alles, was du gesehen hast. Der Kerl sah zu Ihrer Wohnung hoch. Ich dachte erst, dass er ein Klient ist. Dann zog er aber etwas aus seiner Jackentasche und warf es durch ihr Fenster. Ich rief nach ihm, doch er rannte los. Ich griff nach seinem Ärmel, aber er wand sich aus seiner Jacke und verschwand. Es tut mir leid, dass er mir entwischt ist. Das muss es nicht. Sehen wir uns jetzt einmal die Jacke an. Hier ist sie. Sehr gut, Wiggins. Hier ein Penny. Oh, danke, Mr. Holmes. Okay, Jacke. Dann gucken wir mal.
Hasenscharte. Da ist die Jacke. Na gut. Ein Messer. Können wir nicht aufklappen? Da sind vielleicht Fingerabdrücke dran. Sehen wir uns das mal an. Da steht vielleicht eine geheime Botschaft, geschrieben mit Zitronensaft. Nein, fassen Sie nichts an! Super. Der Typ ist eine richtige Hilfe. Dieses Blatt ist voller Tintenflecke. Ich hätte den Text mit meinem Analysetisch retten können, wenn Wilde ihn nicht zerstört hätte. Ich hätte... Sammelt euch Mohawks, macht euch auf die Beine und zeigt King George, Steuern kriegt er keine von uns für seinen ekligen Tee. Sein Drohen ist vergebens, wie auch zu denken, dass er unsere Frauen zwingen kann, zu trinken sein Gesöff aus fremdem Klee. Sammelt euch Jungs und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Green Dragon. Aber was bedeutet es? Das ist kein Gedicht, sondern ein Lied. Rarely Mohawks. Über den Tag, an dem Amerika gegen die englische Unterdrückung aufbegehrte. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Und da haben sie sicher ihre Krüge gehoben, eine neue Nation gegründet und entschieden, wann sie ein paar Kisten englischen Tee in den Hafen dort schütten. Warum führte er wohl solche Lieder? Tja, Boston Tea Party. Tja, warum hat er so ein Lied mit dabei? Keine Ahnung. So, zerstörter Beweis, Analysetisch. So, Orson Wald hat den Analysetisch und das Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers absichtlich zerstört. Orson Wald wollte nur behilflich sein mit dem Beweisstück aus der Jacke. Nein, ich glaube, das war Absicht. Ich glaube, das war Absicht. Der hängt doch da. Der muss ja jetzt damit zusammen mit drin hängen. So, wir sind ja noch nicht fertig. Ich kann halt gar nichts anklicken. Geht leider gar nichts. Ah, JT. JT, die Initialen des Besitzers. OW wäre besser, ne? Dann wüssten wir direkt, aha. Wer wollte mich töten, Mr. Holmes? Ach, er. Gut gemacht, Toby. So, was haben wir denn hier eigentlich? Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. JT. Das Lied Rally Mohawks. Enzyklopädien. Ich weiß nicht. Green Dragon. Das in der Union Street im Norden von Boston gelegene Green Dragon war ein lokal und zugleich beliebter Treffpunkt politischer Aktivisten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in ganz Europa zahlreiche Kopien des Green Dragon eröffnet. Eine dieser Nachahmerkneipen befindet sich in London, in der Nähe des Hafens im Bezirk Whitechapel. Da, gefunden. Das wäre vorerst alles. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr. Wie können Sie schlafen, wenn man nach meinem Leben trachtet? Wie egoistisch. Wenn man nach meinem Leben trachtet. Also der hat ja schon eine sehr gute Ausdrucksweise, muss ich sagen. Also blöd ist der auf jeden Fall nicht, der Typ. Ja? Ich glaube, der ist extremst berechnend. Aber warum der uns manipuliert? Tja, ist eine gute Frage.
So, weiter geht's am nächsten Morgen. So, was haben wir hier? Das ist doch zum... Naja, das lassen wir mal so. Wollen uns ja hier nicht ständig bekleiden, oder? Wir gucken erstmal drüber. Ist so witzig. Wo ist sie? Ach, da ist sie. Sie meint bestimmt den Orson Wilde. Und, gut geschlafen, Kate? Sehr gut sogar, danke, Vater. Ist das Wilde? Was treibt er schon wieder? Na, er macht dich zu einer Legende. Dummkopf. Kate, was ist los? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich mit Alice in den Zoo gehe. Danach essen wir etwas in der Stadt. Oh je. Ah, wir dürfen es nicht zulassen, ne? Die hat irgendwas Gefährliches an sich, die Alice. Willst du ein bisschen hierbleiben, Kate? Dann erinnerst du dich? Heute ist mein Geburtstag. Nein, komm. Notlüge. Natürlich erinnere ich mich. Hier hast du etwas Taschengeld. Geh und genieß deinen Geburtstag. Gut. Ich gehe dann mal. Kate. Du machst nie etwas richtig. Ach, Kate, schon gut. Komm her. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Das stimmt nicht. Die Nacht war nur turbulent. Ja, Alice hat mir davon erzählt. Aber du eben nicht. Kate, ich will dich doch nur beschützen. Du verstehst gar nichts. Ich wünschte, Alice würde mich adoptieren. Das ist lächerlich. Warum haben mich meine Eltern bloß dir anvertraut? Was für ein undankbares Kind. Kate! Oh mein Gott. Wir haben's total versaut. Oh je. Verdammt, so ein Mist. Diese Alice. Ich weiß nicht so recht. Es kommt mir so vor, als ob sie mit Kates Gefühlen spielt. Da Alice gerade mit Kate unterwegs ist, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, mich einmal in ihrer Wohnung umzusehen. In die Kneipe sollte ich sowieso erst am Abend. Gut, ziehen wir uns eben um. Dann ziehen wir uns mal um. Arzt? Bandit. Ja, wir wollen ja jetzt eine Wohnung heimlich durchsuchen. Da müssen wir jetzt schon mal hier, ne? Jetzt sehen wir aus wie so ein Jude. Wie so ein Rabbi. Alles klar, auf geht's. Also ich find's lustig mit dem Verkleiden. So. Die wohnt schon über uns, ne? Aber nicht da, glaube ich. Oder wohnt die unter uns? Ich dachte, die wohnt über uns. Hier geht's vermutlich raus. Mrs. Hudson ist nicht da. Gewalt ist keine Option. Ich muss einen anderen Weg. Ein Hinterzimmer. Ein Hinterzimmer. Ich gehe besser nicht raus, sonst sehen mich die Journalisten. Verdammt. Gewalt ist keine Option. Ich muss einen anderen Weg in ihre Wohnung finden. Tja. Die Frage ist nur, wie... Schande.
Das ist jetzt echt doof. Ein Hinterzimmer. Aber wir sind doch super verkleidet. Noch ein Brief von Dr. Fischer. Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich? Dr. Reuben Fischer. Mit Ihrem Auftritt in Epping Forest haben Sie mir wahrlich das Leben gerettet und mir zur Flucht vor diesem Wahnsinnigen verholfen. Haben Sie daher vielen Dank für mein Leben und meine Freiheit. Ich habe vor, unsere wohltätige Arbeit fortzusetzen. In Dank verbunden, Dr. Reuben Fischer. Vielleicht mit Schminke. Oh mein Gott. Wie narzisstisch kann man denn sein? Ah, der ist schon ziemlich selbstverliebt. Also wenn wir uns so schminken könnten, dass wir gar nicht auffallen, ne? Warum ist der eigentlich bei uns in der Wohnung? Mein Archiv. Ich kann bei... Über den Balkon. Ja, sauber. Guck dir das an. Ah, das geht natürlich super einfach, ne? Und schon sind wir drin. So, Sie können mehrere Dietriche gleichzeitig nutzen, um die Schlossscheiben aufzuheben und das Schloss zu knacken. So, zuallererst brauchen wir einen kleinen. Und den Dreier. So, dann brauchen wir. Ei. Ja, eigentlich. Ja, den Vierer und noch den und wieder den Dreier, ne? Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Entfernen. Entfernen. Und jetzt. Drei. Und vier und Dankeschön und schon sind wir drin. So. Ei. Auch nicht so richtig aufgeräumt. Offenbar hat Alice seit längerem nicht mehr hier geschlafen. Das ist ein Beruhigungsmittel. Geschmack? Nein, erstmal riechen. Geruchlos. Scheiße. Sterben wir? Ist das Gift? Ah, schmeckt sehr bitter. Geruchlos, schmeckt bitter? Das ist ein Schlafmittel. Sie hat ein Geschenk für Kate. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Ha. Alice scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussehen mag. Oh, eine schöne alte Nähmaschine. Sehr geehrte Dame, vielen Dank für Ihre letzte Hemdenlieferung für meine Cousine. Sie sind vorzüglich. Wie ich bereits erwähnt hatte, werde ich an diesem Samstag zum Hochzeitsfrühstück von sehr lieben Freunden gehen. Da muss ich umwerfend aussehen. Von daher müssten Sie mein Kleid bitte bis spätestens Freitag fertigstellen. Ich werde es dann am Morgen abholen lassen. Alice hat die Maschine erst vor kurzem benutzt.
Ein Wachszylinder. Drehen Sie die Scheiben so, dass sie eine durchgehende Verbindung zwischen dem linken und rechten Ende des Schlosslabyrinths besteht, um den Kasten zu öffnen. Sollte ja kein Problem sein, ne? Ach, zwischen dem... Das müsste richtig sein, ne? Ja, der passt. Der hier muss unten bis oben. Sehr gut. So, alter Brief von Alice Tante. Meine liebste Alice, wenn du diesen Brief liest, bedeutet es, dass meine Krankheit gewonnen hat und mich nicht mehr unter ihren ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Sei bitte nicht traurig, Liebes, denn ich habe ein gutes und erfülltes Leben gehabt. Einzig der Umstand grämt mich, dass du jetzt ganz alleine bist und mit Gott weiß, wem wirst leben müssen. Bei einer unbekannten Familie. Ich habe kein Vertrauen mehr in staatliche Institutionen. Nicht nach dem, wie sie auf schändliche Art und Weise mit deinem Vater umgesprungen sind. Doch sei tapfer, mein lieber Engel. Du kennst das Geheimnis, das dich mit den Seelen der Toten sprechen lässt. Deswegen werden wir vielleicht schon bald wieder miteinander reden. Alice verbrachte ihre Kindheit bei ihrer Tante, bis diese verstarb. Liebe Alice, von einer Freundin der Brief. Ich musste gerade an dich denken und das hat mich an die Vergangenheit erinnert. Wie du ja weißt, mache ich mir so viele Sorgen. Jedes Mal, wenn du zu einer neuen Pflegefamilie geschickt wurdest, hatte ich gehofft, dass du glücklich würdest. Aber Menschen können grausam sein, nicht wahr? Es macht mich richtig wütend, wenn ich an dein damaliges Leben denke. So unglücklich in jeder neuen Familie. Wie man dich kaum als Familienmitglied behandelt hat, sondern vielmehr als eine Dienerin. Du musstest so viel Leid ertragen. Doch jetzt will ich dir mal mit der allergrößten Freude zum 21. Geburtstag gratulieren. Damit hast du es überstanden. Der ganze Schrecken liegt jetzt hinter dir. Du bist eine erwachsene, unabhängige und wunderhübsche junge Frau. Ich wünsche dir ab sofort das Leben, das du schon immer verdient hast, mit all dem Glück, das nur irgendwie möglich ist. Deine Freundin Anna. Also die Anna scheint sehr nett zu sein. Keiner ihrer Adoptivfamilien glücklich. Notizen. Er steht früh auf, obwohl das Licht in seinem Zimmer für gewöhnlich bis in die Morgenstunden an ist. Er hat immer wieder Arbeit für ein Straßenkind. Ich glaube, der Junge heißt Wiggins. Ach, das sind Notizen über uns. Sein Freund Dr. Watson ist immer in der Nähe. Sie scheinen sehr eng befreundet zu sein. Auch wenn er niemals mit der Polizei zusammenarbeitet, genießt er den Respekt von Inspektor Lestrade. Ja, jetzt ja nicht mehr so. Kate ist so reizend, so ehrlich und naiv, aber Holmes verbringt keine Zeit mit ihr. Sie spioniert mir nach. Warum spioniert sie uns nach? Tja, Leute. Was wir hier in dieser Wohnung noch finden, erfahren wir in der nächsten Folge. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Macht es gut. Bis dann.